Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Mad-Podcast. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe 6 Monate Social-Media-Detox gehabt. Ich will auch gar nicht lang rumreden. Ich denke, jeder braucht so eine gewisse Auszeit für sich. Und dementsprechend habe ich auch jetzt über eine lange Zeit Content ausgearbeitet. Ich muss ganz kurz, Entschuldigung, das liegt diesmal nicht an dem Mikrofon, denn auch daran habe ich gearbeitet, aber meine Stimme, ich habe entzündete Stimmbänder, deswegen hört sich jetzt ein bisschen dumm an, aber ich glaube, es wird jetzt in der nächsten Zeit einiges geben, worauf viele Leute gewartet haben. Und zwar geht es um meinen Film, meine Dokumentation The Revenge. Es gibt ja einige, die mich in den letzten Monaten auch wieder darauf angesprochen haben. Ich habe lange darauf hingearbeitet, mit vielen verschiedenen Menschen, Produktionsteams zusammengearbeitet, die sich alle im Endeffekt als Versager entpuppt haben und Menschen entpuppt haben, die ihr Wort nicht halten. Denke ich aber, sind wir alle mittlerweile gewöhnt in dieser Welt, in der wir derzeit leben, aber ich möchte auch mal ganz kurz erklären, wieso das sich dann bei mir vielleicht einfach ein bisschen länger gezogen hat. Ich war jetzt auch vor allem jetzt die letzten Monate auf vielen verschiedenen Lehrgängen, sei es ein DaVinci Resolve Kurs, Affinity Designer und. Die Leute, die sich vielleicht ein bisschen im Digital-Bereich auskennen, die werden wissen, wovon ich rede. Die ganzen Sachen machen sich nicht von alleine. Also kein Video schneidet sich von alleine, kein Podcast nimmt sich von alleine auf. Zu den letzten Metern der Doku möchte ich kurz sagen, dass im Februar, als ich noch in Marokko gelebt habe, war der Amir bei mir. Das ist unter anderem der Kameramann von Raf Camora. Der war bei mir in Marokko 2 Wochen. Wir haben da den ersten Meilenstein gesetzt, was das ganze Footage angeht, die ganze Sortierung und. Da ich ja, wie schon gesagt, mit mehreren Leuten zusammengearbeitet habe und die alle mehr oder weniger reingeschissen haben, dann bin ich im September bzw. Ende August bin ich aus Marokko wieder hier nach Deutschland gekommen und habe dann weiter 2 Wochen mit dem Amir in Wien daran gearbeitet, an der Dokumentation. Die ist jetzt auch, die ist fertig, bis auf ganz kleine, sage ich mal, Feinheiten, die jetzt aufgrund der Palästina-Sache gemacht wurden, weil eben, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, das hört sich vielleicht dumm an oder das würde vielen Menschen wäre das wahrscheinlich egal, aber es war schon ein großes Release geplant, unter anderem mit ein paar großen Persönlichkeiten und dann ist eben die ganze Geschichte in Gaza einfach so passiert oder ist so eskaliert, wie wir sie ja jetzt derzeit kennen. Also ich glaube, niemandem sollte unbekannt sein, was da in Gaza gerade passiert, in Palästina. Und ich habe für mich entschieden, langsam in den Re-Release reinzugehen und weil ich es unverschämt finde, in der jetzigen Zeit, wo so viele unschuldige Menschen sterben, einfach irgendwie mit meiner Geschichte anzukommen, die ich schon seit Jahren im Prinzip auch, also die Jahre nach hinten liegt. Nichtsdestotrotz, es ist mein Kampf und jeder, der mich relativ gut kennt, weiß auch, dass ich, wenn ich mir etwas vornehme, dass ich das dann auch beenden werde. Und auch wenn viele nicht an mich geglaubt haben, ich habe die Dokumentation beendet und es geht jetzt einfach nur ums Release. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt erstmal wieder in Deutschland bin. Das wird wahrscheinlich auch nur noch ein paar Monate so sein, weil jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich einfach mit Deutschland nichts mehr zu tun habe und dieses Land einfach für mich nur abartig und widerlich ist. Aber aufgrund des Release und auch gewissen anderen Kooperationen, die jetzt in der nächsten Zeit stattfinden, bin ich jetzt erstmal wieder in Deutschland. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass ich den ein oder anderen von euch auch damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, denn die Leute, die das Projekt bisher schon gesehen haben, haben mir alle das Feedback gegeben, dass es eine kranke Qualität ist, Netflix-Qualität.
Und was den Trailer angeht, also ich werde jetzt, es gibt verschiedene Trailer. Da ich im Prinzip kein wirkliches Team habe, werde ich mich noch mit ein paar Freunden beraten oder Leute, die sich, sage ich mal, die meine Gedanken teilen. Und dann werde ich möglicherweise, also das späteste Datum, das mir vorschwebt, ist direkt dann im Neujahr eben mit dem Trailer zu kommen. Also den ersten Trailer, den ersten Teaser zu veröffentlichen. Es kommen auch hier und da ein paar andere Sachen. Entschuldigung. Ja, lasst euch überraschen, Leute. Das war es eigentlich auch heute schon. Und ja, es werden jetzt immer mal wieder ein paar kleine Sachen kommen. Danke nochmal auch an die da draußen. Und ich weiß, dass es dich gibt und ich weiß, dass du zusiehst. Abgesehen von den ganzen Hatern, die ich immer so mit einem Lächeln und mit einem Grinsen erwähne, möchte ich auch dir sagen, denn ich weiß, dass du auch da draußen bist, derjenige, der immer meine Sachen weitergeteilt hat, immer geliked hat, immer kommentiert hat, immer irgendwie empathisch, sage ich mal, mir gegenüber war und viele Sachen verständnisvoll gesehen hat. Ich danke dir, ja, dass du diese Sachen immer supportet hast und ich bitte auch weiterhin um den Support, denn jetzt geht es tatsächlich in die letzte Runde. Ich habe lange gekämpft dafür, dass ich an diesem Punkt sein darf und kann. Und da möchte ich auch nochmal Allah danken, Alhamdulillah, dass Allah mir das möglich gemacht hat, dass ich seit ein paar Monaten meinen Seelenfrieden gefunden habe, weil ich einfach, diese ganze Last ist von mir gefallen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie das ist, jahrelang an einem Projekt zu arbeiten und selbst irgendwie die ganze Zeit Scheiße gefressen zu haben und in den schlimmsten Lebenssituationen gewesen zu sein. Aber wie gesagt, Alhamdulillah, ich bin wieder da, es wird auf das Release vorbereitet und mein Instagram ist wieder aktiviert. Also ich war 6 Monate deaktiviert auf Instagram. Hier habt ihr meinen Namen, immer noch Marvin Dell, nach wie vor. Ich bitte euch, da vielleicht mal zu liken, zu kommentieren, Follow da zu lassen. Und ja, es geht dann auf jeden Fall bald weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.